Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Donnerstag, dem 29. Januar, hier bei JFD, dem Devisenradar. Wir wollen uns dem Markt widmen und haben hier bereits schon einiges an Ausschlägen, gerade am Forex-Markt gesehen. Hier geht es derzeit recht wild zur Sache. Ganz anders hier, wenn wir uns den größeren Chartverlauf mal unabhängig des Intraday-Charts anschauen, vom US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Hier auf Stundenbasis haben wir hier eine sehr, sehr interessante Konstellation. Doch fangen wir erstmal beim Tageschart an. Und da sehen wir hier nach den jüngsten Auftrieben, Aufschlägen hier bis zum Jahresende des letzten Jahres hinein, welches dann hier durch eine schärfere Rückgangsbewegung hier untermauert wurde zur Mitte des Dezembers, stellt sich doch hier eine gewisse Lethargie ein. Wir kennen das bereits aus dem Jahr 2014, hier von dem Sommer möglicherweise. Das heißt, wir haben hier eine abnehmende Volatilität derzeit zu sehen. Also hier nach dem Anstieg von Anfang Dezember auf neues Mehrjahreshoch, dann hier schärfer Rücksetzer bis zur Mitte des Monats und seither pendeln wir mehr schlecht als recht so hin und her. Letztlich kann man hier auf Tagesbasis die Situation recht gut eingrenzen. Das heißt, wir haben hier unten einen sehr, sehr markanten Unterstützungsbereich, hier in der Zone knapp über 116 Yen, ein Stück weit tiefer. Sie sehen hier sehr schön die Auflagepunkte der Kerze von dem 11. November, dann hier nochmal am 17., dann hier Touchdown am 16.12. und hier im neuen Jahr zur Mitte des Monats auch nochmal eine schöne Bodenbildung, eine schöne Stabilisierung hier in diesem Bereich. Und das heißt, wir haben hier einen ganz signifikanten Support. Auf der Oberseite haben wir hier hingegen einen ganz klaren Widerstandsbereich. Das lokalisieren wir wie folgt: knapp unter 121 Yen. Hier um 120,70 haben wir diesen markanten Widerstandsbereich, den es auf der Oberseite, sofern wir hier Auftrieb erfahren, es gilt zu überwinden. Kurzfristiger Abwärtstrend klar etabliert. Hier unten haben wir jetzt derzeit noch nicht mehr zu sagen. Wir laufen sozusagen hier in eine Entscheidungszone hinein. Wenn wir uns das Ganze jetzt auf Stundenbasis anschauen, dann wird deutlich, dass wir insbesondere hier seit dem 20. Januar rund in einer sehr, sehr groben Range laufen. Das fassen wir mal wie folgt zusammen. Diese Zone hier sehen Sie sehr schön. Das geht hier grob vom Bereich 117,30 bis rund 118,70. Also hier, das ist wirklich diese sehr, sehr ausgeprägte Range, die bislang unverändert Bestand hat. Und der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen scheint hier sozusagen Kraft zu schöpfen. Kraft zu schöpfen für was? So wie es aussieht, für einen Ausbruch nach oben. Denn auch hier haben wir wieder die Situation, kurz nochmal auf den Tagesschart geblickt, wenn wir nach starken Aufwärtsimpulsen, das haben wir natürlich beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen seit Mitte des letzten Jahres gesehen, aber auch insbesondere hier im laufenden oder besser gesagt im finalen Abschluss des Jahres 2014, dann ist die Situation die, wenn die Rücksetzer sehr marginal ausfallen, und das ist hier derzeit der Fall, dann deutet sich doch viel Potenzial für eine Fortsetzung der Trendbewegung, die natürlich hier beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen ganz klar nach oben gerichtet ist, an. Der Charttechniker mag hier möglicherweise auch ein fallendes Dreieck interpretieren. Ja, das hat dann natürlich eher eine Ausbruchstendenz nach unten. Doch solange wir oberhalb von 116 Yen bleiben, ist die Lage hier durchweg bullisch zu interpretieren. Und Rücksetzer im Bereich bzw. über 116 Yen scheinen hier dann immer wieder eine Kaufgelegenheit, um eben auf einen Ausbruch nach oben zu spekulieren. Der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, wie gesagt, hier in einer sehr, sehr interessanten Phase. Heute hier auf Stundenbasis knapp über dem Daily Pivot Point. Auch hier zieht sich sozusagen die Lage mehr und mehr zusammen. Wir haben aktuell beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen eine Range von 54 Pips. Im Schnitt macht er so um die 105 bis 110. Also hier dürfte im Laufe des Tages in jedem Falle noch was kommen, um dann praktisch Potenzial zu entfalten. Hier auf Intraday-Basis der Bereich um 117,67 rund. Das ist der Daily Pivot Point. Sehr, sehr interessant, um dann hier auf einen Move nach oben zu setzen. Denn auch hier einen kurzfristigen Abwärtstrend, ja, der, wenn auf Stundenbasis nach oben durchbrochen würde, und das wäre hier oberhalb der aktuellen Stundenkerze der Fall bei Preisen über 117,96 Yen, dann stehen die Chancen durchaus gut, dass wir hier weitere Impulse sehen, die dann das Resistance Level 1 vom Pivot Point Schrägstrich hier Resistance Level 2 möglich machen, um dann praktisch auch hier die obere Range auf Stundenbasis Schrägstrich hier
auch eine weitere Attacke auf der Oberseite auf Tagesbasis zu initiieren. Das sieht in jedem Fall ganz interessant aus. Nach unten sollten wir keine neuen Tagestiefs machen. Das wäre dann in jedem Fall eine Indikation dafür, dass der Preis hier in Richtung 117,30, also hier zu dieser markanten unteren Range-Zone dieser etablierten Seitwärtsphase laufen würde im Bereich um 117,30 eben. Was sagt die Tagesstatistik heute zum laufenden Geschehen? Wir haben hier Donnerstag und da haben wir hier ja, grundsätzlich eine Aufwertungsphase seit dem letzten Jahr. Im Overall Through, aber auch ein recht bullischer Tag, der Donnerstag mit 54%, hier mit 53%. Keiner der stärksten Tage, aber in jedem Falle ein Tag, der sozusagen hier auch grundsätzlich positives Sentiment genießt. Was wir noch haben, und das ist ganz interessant, gerade mit Blick auf die kommenden Tage, der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen rein saisonal zum Ende des 7 Monats Januar in einer ansteigenden Phase. Sprich, wir sehen hier noch leichte Rücksetzer zum Ende des Monats und dann aber mit Ablauf des Monats, mit Beginn Februar, deutet sich hier rein saisonal betrachtet eine Phase der Zugewinne an. Das verspricht unter Umständen dann tatsächlich Ausbruchspotenzial wieder bis über das Niveau von 120 Yen. Wir werden es beobachten, wir werden es hier beim JFD Live Trading TV oder aber natürlich auch beim Devisenradar besprechen. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten zur gleichen Zeit. Später gibt es dann nochmal eine kleine andere Sendung. Dafür oder damit halte ich Sie dann im Stream auf dem Laufenden. Da gibt es dann den Post circa 15 Minuten vorher, wann dann da die Sendung startet. Also bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag und viel Erfolg, Ihr Christian Kämmerer.